Willkommen zum Delinquents Talk, dem Outdoor- und Mikroabenteuer-Podcast mit Kai und Thomas von den Outdoor Delinquents. Ja, liebe Freunde, hier sind wir wieder, euer Thomas und euer Kai, zu Hause aus der heimischen Studiogarage sozusagen. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei unserem Delinquents Talk und ihr dürft gespannt sein, was es diesmal für Themen gibt, oder Thomas? Jawohl, von mir auch ein herzliches Willkommen und wir sind schon in Folge Nummer 6 im August des Jahres 2024 angekommen und da gibt es so ein paar Themen, die uns aktuell zumindest die Outdoor-Begeisterten und vielleicht die ein oder anderen, die mit dem Jäger etwas zu tun haben oder einfach gern Wildprodukte konsumieren, die momentan da ein bisschen zu kämpfen haben, aber dazu später mehr und ich würde sagen, Kai, wir starten mal wieder mit den allseits beliebten Zuschauerfragen. So, es geht los mit einer Frage vom lieben Sebastian. Und zwar fragt er, ob wir mal wieder einen Overnighter mit Gästen bzw. Freunden machen sollen. Ja, Thomas, du hattest ja da hauptsächlich die Federführung, was das angeht. Unter anderem mit dem guten Outdoor-Buddy. Ist da irgendwie was geplant? Ich habe was im Hinterkopf auf jeden Fall. Ach ja, geplant ist es öfter und regelmäßiger, das Ganze zu machen, aber die meisten kennen das Problem, die liebe Zeit, Termine, man wird älter, man hat mehr Verpflichtungen gefühlt. Ja, ist ein bisschen schwierig immer mit der Terminfindung, Zeitfindung. Du hast immer relativ viel zu tun, ich habe relativ viel zu tun und dann noch eine dritte Partei. Ja, also alle über 30 kennen das Problem, drei Leute an einen Tisch zu kriegen zu einem Zeitpunkt. Das ist immer ein bisschen schwierig, es ist nicht ausgeschlossen, wird auch definitiv wieder passieren. Wann und wie kann ich hier noch keine genauen Angaben machen, da muss ich euch nochmal vertrösten. Aber tendenziell sind wir da eigentlich immer offen, macht auch immer wieder Spaß mit anderen Leuten. Outdoor Buddy, der liebe Matthias, das war immer ein Vergnügen, dann Wolf, Vintage Outdoor oder mit dem Chrisley, da wollen wir eigentlich auch schon seit, glaube ich, anderthalb Jahren mal wieder was auf die Beine stellen und nun ja, so wie es halt ist, aber das große Thema Overnighter ist ja eh immer ein bisschen schwierig mit der Zeitfindung, also bei uns sind ja auch die Overnighter auch ein bisschen ja, rarer gesät, beziehungsweise ist auch oft so ein Overnighter für uns irgendwas, was wir eher für uns machen und auch gar nicht großartig filmen, finde ich auch schwierig, immer einen Overnighter zu filmen. Da passiert selten was Neues. Das finde ich so videotechnisch ein bisschen langweilig. Und da gibt es auch genug Kanäle, die machen da einfach auch guten Content, überlegen sich auch relativ viel in die Richtung. Und bei uns ist es ja auch eher eine große, ja, gemischte Tüte, will ich mal sagen, auf dem Kanal. Ja, genau. Also das ist auch so ein Thema noch, das stimmt. Wenn ich mich recht entsinne, auch, glaube ich, eine Dame stand mal noch irgendwie zur Debatte, da müssen wir nochmal schauen, da hat sich irgendjemand gemeldet, glaube ich, der auch mal mitkommen wollte, von die selbst auch einen Outdoor-Kanal hat, glaube ich. Ja, wie gesagt, Anfragen gibt es immer wieder, du weißt, wie es ist halt, die Terminfindung, die machen uns da oft einen Strich durch die Rechnung. Das stimmt. Dem Ganzen könnt ihr aber allerdings vorbeugen, indem ihr uns noch bekannter macht, dass wir nicht mehr arbeiten gehen müssen und dann macht sich die Terminfindung bei uns und vielleicht auch beim Outdoor Buddy, der ist noch mal näher dran an der Geschichte, macht das auch viel einfacher wahrscheinlich dann. Also, ja, also denkt da dran, kommt abonnieren. Auf jeden Fall was, da kommt auf jeden Fall was und aufgeschoben ist nicht aufgehoben oder so ähnlich. So ähnlich, genau. Aber wir brauchen ja noch gute Vorsätze fürs nächste neue Jahr und Neujahr ist ja auch gar nicht mehr so weit entfernt, traurigerweise. Na gut, Sebastian, ich hoffe, wir konnten deine Frage hiermit beantworten und wir haben den Namen schon genannt, der liebe Outdoor-Buddy hat uns auch eine Frage geschickt und er will von uns wissen, was unsere schlimmste Nacht war bezüglich Overnighter und draußen übernachten. Und da will ich auch gleich das Wort ergreifen, ich denke da eine ganz spezifische Nacht, die hatten wir mal so zum Jahresende auf einem aufgegebenen Steinbruch verbracht und hatte mein Setup ein bisschen blöd aufgebaut und unter das Tarp ist dann auch eine Wolke gezogen. Wir hatten nachts Minusgrade. Alles unterm Tarp war erst klamm und dann gefroren. Und ganz besonders da meine Isomatte damals, die hat mir den die Nacht echt ein bisschen versaut. Und seitdem habe ich auch echt eine isolierte Isomatte, also von innen isoliert ist, die auch für die Winter-Overnighter wirklich geeignet ist und auch das Vierfache gekostet hat von dem, was ich da hatte. Das war echt unangenehm. Also die Schwerpunktstellen, so Hüfte, Schulter, ich bin hauptsächlich Seitenschläfer, die waren echt, da war ich brutal am Frieren gewesen und das war eine richtig ätzende Nacht. War auch sehr regnerisch vorher gewesen, da kann ich mich noch dran erinnern, dass wir auch eigentlich kaum Feuer angekriegt hatten, weil wir uns noch was kochen wollten. Das war schon ganz katastrophal gewesen. Und ich würde sagen, ja, das war so die
schlimmste Nacht an für sich, weil nass und kalt, das ist dann einfach nichts. Und wenn du selbst im Schlafsack einfach nicht auf eine angenehme Temperatur kommst und du dich da durch die Nacht quälst, ach, ja, also ich würde sagen, das war so mit die schlimmste Nacht für mich draußen. Ja, ich glaube, so in die Richtung geht meine Erfahrung da auch. Meistens ist es wirklich die Kälte, die einem zu schaffen macht, glaube ich. Weniger die Hitze, gegen die kann man so einigermaßen was machen. Aber also da fällt mir zum einen die Nacht, die du letztens mal repostet hattest, ein, als ich mich mit dem Schlafsack verschätzt habe und nur so ein Inlay mitgenommen habe. Obwohl es Hochsommer war, war es dann irgendwie mega kalt nachts. Da habe ich mich verschätzt gehabt. Das war auf jeden Fall etwas unangenehm, ist richtig. Ich weiß noch, das war so ein spontaner Overnighter, bist du mit dem Fahrrad noch an den Spot gekommen und hattest nicht mal einen Rucksack dabei, sondern irgendwelche Jute-Tüten. So ich glaube, es ist eine Aldi-Tüte oder so, ich dabei, glaube ich. Ja, das war aber schon echt, ja. Das. Und noch das Schloss vom Fahrrad vergessen, irgendwo im Wald abgestellt, in der Hoffnung, dass es nicht geklaut oder zerstört wird dann irgendwie noch. Ja, sowas lässt einen halt auch nicht besser schlafen. Also da alles schiefgegangen, was schiefgehen kann von deiner Seite. Genau, was hatten wir noch? Das war mit einer der schlimmsten. Dann gab es mal noch eine in Kroatien tatsächlich. Das war auch schlimm, als ich an diesem Sportplatz hinten dran auf einer Wiese geschlafen habe und morgens geweckt wurde vom Rasenmäher-Traktor, dass sie da mähen wollten. Und da war es so, dass da eine Moskitoplage irgendwie gerade war in der Gegend. Frag mich nicht, warum. Und ich habe das schon gesehen gehabt abends, aber es gab wirklich keinen anderen Platz mehr, wo ich mich niederlassen konnte. Und habe dann versucht, alles oben zuzumachen und so. Aber ich war am nächsten Tag wirklich komplett im Gesicht verstochen irgendwie. Ja. Das war auch eine richtig eklige Nacht, weil die mich nicht in Ruhe gelassen haben. Und was gab es noch? Einen, die auch noch mit Kälte zusammenhängt. Dann haben wir drei zusammen, das reicht dann auch mal. Das weiß ich noch, das war in Usbekistan tatsächlich, in Termiz, an der Grenze zu Afghanistan. Und da hatte ich auch damals bei der Bundeswehr, habe ich gedacht, na komm, das ist ein warmes Land, hat 40 Grad tagsüber gehabt. Und unsere Gepäckstücke waren Gott weiß wo irgendwo abgeladen worden. Diese Seesäcke und der Kram, die Kampftragetasche, die es da so gibt. Und da war mein Bundeswehrschlafsack drin. Ach, schön. Und wir hätten auf Feldbetten schlafen sollen, in so einem Mannschaftszelt, in so einem kleinen. Da habe ich gedacht, komm, scheiß drauf, ich lege meine Jacke unter als Kopfkissen, das muss ja reichen nachts. Und was war natürlich da hinten in Zentralasien, ist ultra kalt geworden. Und ich lag dann auf diesem Bettchen da schlotternd und konnte wirklich überhaupt nicht pennen, weil es so scheiß kalt geworden war über Nacht. Also ich schätze mal so um die 15, 12 Grad, irgendwie sowas, also im Vergleich richtig kalt. Und dann bin ich gefühlt die halbe Nacht irgendwo in diesem Lager rumgelatscht und habe mir die Zeit vertrieben, weil ich einfach nicht schlafen konnte. Ne? Oh. Ja, also Kälte ist der Feind offensichtlich. Ich sehe da so einen roten Faden bei deinen Overnightern, Fehlschlägen. It happens, ja. Ja, aber generell, du hattest einen Punkt angesprochen im Sommer. Also ich finde gerade im Sommer die Overnighter eigentlich ätzender wie im Winter. Mal abgesehen davon, dass ich eher so Herbst, Frühling, Wintermensch bin wie Sommer. Alles über 25 Grad finde ich schon echt anstrengend. Aber halt auch gerade mit dem ganzen Viehzeug, es ist mehr los, es ist länger hell. Und alles so Punkte, die ich beim Overnighter ein bisschen unangenehmer finde. Aber auch gerade dieser Temperaturunterschied zwischen tagsüber und nachts, da finde ich im Winter, und du weißt, okay, es ist kalt, es bleibt kalt, finde ich das für einen Overnighter gerade viel, viel angenehmer. Ja, und auch halt dieses früher Dunkelwerden, du kuschelst dich in den Schlafsack und quatschst noch ein bisschen und gut ist. Und im Sommer liegst du da bis 22 Uhr und hast noch gefühlt die Sonne im Gesicht. Das stimmt, ja. Und man ist morgens nicht so verpappt, wenn man dann irgendwie, das ist auch sowas. Also, ne? Irgendwie, man schwitzt jemand, ja immer ein bisschen im Schlafsack. Ja. Ich bin auch jemand eigentlich, ich kann ohne geputzte Zähne und ungeduscht ins Bett, das ist so für mich mit das Schlimmste, was es gibt im Alltag. Und dann gerade im Sommer, du bist durchgeschwitzt, hast deine 20 Kilometer Tour hinter dir und dann bei uns ist es hier in der Region dann doch eher mau, was so Wasserstellen und Brunnen und Quellen angeht im Vergleich jetzt zum Beispiel im Pfälzer Wald, wo du gefühlt alle paar Kilometer wirklich die Möglichkeit hast, nochmal deine Wasservorräte aufzufüllen. Oh, und dann abends, ich mag Overnighter lieber im Winter und wir sind im Sommer viel auf Reisen und urlaubsmäßig unterwegs und deswegen kommen da auch so wenig Overnighter, ja. Aber mir ist auch noch eine Nacht gerade eingefallen. Es war die erste Nacht, in der ich mal einen richtigen Albtraum hatte. Das war auch echt unangenehm gewesen, weil der auch quasi
an der Location gespielt hatte, wo wir übernachtet hatten. Und ich geträumt hatte, dass sich irgendein Keiler in meinem Tarp-Hängematten-Setup verheddert hat. Und ich bin da wirklich aus dem Schlaf aufgeschreckt und wusste auch erstmal gar nicht, was los ist. Das war auch so einmal bisher, sonst nie wieder. Aber das war auch eine Nacht danach, war ich richtig fertig gewesen. Ich habe zwar nochmal 2-3 Stunden so vor mich hin geschlummert, aber das hing mir richtig in den Knochen. Da war ich richtig platt am nächsten Morgen. Ja, als du gerade von deinem Albtraum erzählt hast, musste ich kurz an die Nacht in diesem Shelter, den wir uns gebaut haben, denken, als auf einmal die Herde Schweine fast durchs Zelt durchgerannt wäre. Ja, ja, ja. Also von Wildschweinen kann man manchmal auch ein bisschen Albträume bekommen. Oder von den Rehen, die wie Werwölfe bellen. Das ist, müsst ihr euch auch mal irgendwann reinziehen. Aber ja, Wildschweine, albtraumhaft. Auch dazu hätten wir jetzt eine schöne Überleitung gehabt, denn eines unserer Themen soll heute die Schweinepest werden, die momentan wieder in Deutschland stark grassiert, wie es aussieht, und für große Probleme sorgt. Ja, auf jeden Fall. Afrikanische Schweinepest ist auch nicht unbedingt was Neues. Unsere europäischen Nachbarländer haben damit auch schon länger Erfahrung sammeln müssen. Und nun hat das Ganze uns hier in der Region auch echt gut erreicht, will ich mal leider sagen. Es wird großflächig der Wald abgezäunt, damit sich die Tiere nicht weiter verteilen können. Ich habe auch die Woche auf dem Schießstand mit dem einen oder anderen Jäger mal kurz gequatscht und teilweise je nach Revier, das ist ja auch alles unterschiedlich gehandelt worden oder wird auch unterschiedlich gehandelt, je nach Ecke, wo man da seinen Dienst tut. Also teilweise dürfen auch die Jäger komplett gar keine jagdbedingten Tätigkeiten mehr nachkommen. Also selbst auch der Hochsitzbau ist da dann komplett verboten oder untersagt worden mittlerweile. Einfach damit die Tiere da bleiben, wo sie aktuell sind und sich nicht großartig verteilen. Was ja auch sinnvoll ist, denn wie der Name schon sagt, kommt das Ding ja eigentlich aus Afrika irgendwie. Und man glaubt es kaum, aber irgendwie muss es da Tiertransporte unter anderem gegeben haben, irgendwann mal von Afrika eben auf gewisse Inseln des Mittelmeers erstmal und dann auch aufs Festland rüber. Also auch schon spannend, wie sich das so verbreitet irgendwie, ne? Was für abstruse Transportwege dabei bei Nutztieren zum Teil auch am Start sind, ne? Ja, aber das sind auch so Kleinigkeiten. Guck dir mal die Ausbreitung der Zecken an. FSME-gefährdete Bereiche, die werden auch immer größer. Und es kommt halt auch daher, da sind wir auch mit unserem Hobby ein bisschen in der Verantwortung. Wenn wir unterschiedliche Regionen zum Beispiel besuchen, sind wir halt auch Carrier, wie man so schön sagt. Weil wir bemerken das Virus nicht, uns betrifft das Virus nicht, wir werden nicht befallen, aber zum Beispiel unsere Schuhe sind kontaminiert und wenn wir da irgendwo querfeldein durch die Pampa stapfen und haben irgendeinen infizierten Schweinekot oder irgendwas ähnliches, ist ja nicht unbedingt nur die Schweinepest, da gibt es ja Krankheiten und Seuchen noch und nöcher, die halt eben gerade durch diesen großen Radius, den wir als Menschen zurücklegen, bedingt sind, wo wir halt die Superspreader sind. Ich habe mir auch angewöhnt, zum Beispiel, wenn ich hier vom Odenwald, zum Beispiel in den Pfälzerwald, gehe, dass ich nach so Wanderungen meine Schuhe nicht nur ein bisschen reinige, sondern auch mal gern desinfiziere. Einfach die Schuhsohle ein bisschen desinfizieren und seitlich, um halt eben diese Verschleppung von Viren und Krankheitserregern auch für mich ein bisschen einzuschränken. Den Tipp hatte ich auch schon vor vielen Jahren mal auch wirklich online gesehen von jemandem, der viele Fernwanderungen macht hier in Deutschland und der da auch wirklich mal, der mir das überhaupt erstmal auf den Plan gerufen hat, hier drauf zu achten, weil da denkt man eigentlich gar nicht drüber nach. Du läufst mit deinen Schuhen durch so viele Ecken und Gebiete. Ich kann auch nicht verstehen, wenn Leute mit den Straßen schon zum Beispiel durchs Haus laufen, das finde ich auch ganz furchtbar. Also den meisten Deutschen stellen sich da auch die Nackenhaare auf und genau dasselbe Thema ist halt auch in der Natur gegeben. Ja, und vor allem das ist halt ein Virus, was auch sehr widerstandsfähig ist. Ne? Ich habe ja gerade gesehen, dass es sich in Schweinefleisch, in getrocknetem, schon 300 Tage lang hält. Ne? Also ja, krass, und in gefrorenem sogar 1000 Tage. Ne? Das heißt, 3 Jahre kann das einfach irgendwo drin bleiben. Also im Prinzip ist es kaum wegzukriegen. Aber immerhin, wie du gesagt hast, für uns ist es ungefährlich. Also selbst kontaminiertes Schweinefleisch zu essen, ist kein Problem. Aber eben dann diese Verbreitungs-
Art, ne? Also alles, was man dann, wenn man die Wildschweinbratwurst, den Zippel nicht isst und wegschmeißt und es landet irgendwo, und selbst das kann noch diese Pest übertragen, da, gell? Das ist schon scharf. Ist das? Ja, das sind so Sachen, die hat man auch gar nicht wirklich auf dem Schirm. Ich muss auch sagen, hier wird man mit den öffentlich-rechtlichen Medien auch gar nicht so richtig konfrontiert mit dem Thema, beziehungsweise bekommt man da keine Richtlinie an die Hand, wie man dem Ganzen aktiv so ein bisschen gegensteuern kann, was ich ein bisschen schade finde, weil da könnte einfach jeder mit einfachen Mitteln einen kleinen Beitrag dazu leisten. Ich habe die Woche erzählt gekriegt, ich habe es noch nicht verifiziert, aber anscheinend in Tschechien oder Polen ist auch das Militär im Einsatz und dort werden dann die Wälder durchkämmt und jede Sau und jeder Keiler werden da ja massakriert, muss man leider sagen, um halt dem Ganzen irgendwie Herr zu werden. Ne? Okay, heftig. Ja, das ist natürlich eine sehr krasse Art der Bekämpfung. Ja. Ja gut, die Frage ist, wie lange willst du dich halt mit diesem Konfliktherd, mit dieser, ja, es ist ja eigentlich ein Flächenbrand so gesehen. Wie willst du da vorgehen? Entweder machst du Tabula Rasa oder hast halt wirklich ein langwieriges Verfahren, wie du das Ganze halt wieder eindämmst. Da bin ich auch kein Experte. Ich kann nicht beurteilen, was besser ist. Der Krankheitsverlauf ist für die Tiere halt auch relativ elend. Ne? Die gehen daran zugrunde. Ist da das zielgerichtete Schlachten und Töten sinnvoller, wie die Tiere einfach gewähren zu lassen? Schwierig, sehr schwierig. Ich glaube, da sind sich auch die Experten definitiv nicht einig bei dem Thema. Ja, also wieder mal ist es natürlich so, dass wir keine Biologen sind. Deswegen, wie gesagt, wir kennen uns nicht so aus, wie Thomas schon erwähnte eben gerade. Aber wenn ich jetzt mal so schaue, hat das schon den Eindruck, als wäre ohne das Zutun des Menschen die Seuche eigentlich gar nicht so das Riesenproblem, denn die Ansteckungsgefahr ist gar nicht so hoch im Vergleich zu der richtigen europäischen Schweinepest. Mhm. Eigentlich erkranken meist nur Einzeltiere, weil es keine Tröpfcheninfektionen in dem Sinne gibt bei diesem Erreger. Der ist übrigens auch nicht verwandt mit der europäischen Schweinepest, das ist ein anderes Virus, ne? Und eigentlich bilden sich dann so örtlich begrenzte Naturherde, in denen die Erkrankung halt immer wieder auftritt, aber nie ganz verschwindet. So, ja, ne? Ja. Und meistens infizieren sich andere Tiere erst dann, wenn das befallene Tier gestorben ist und die anderen Tiere am Kadaver schnüffeln oder vielleicht sogar, wie man es bei den Schweinen ja auch kennt, ein bisschen nagen dran. Ne? Ja, ja, ja. Also wird wahrscheinlich Das eigentliche Problem ist eigentlich dann der Mensch, weil wenn es mal auf Hausschweine überspringt und wir mit unserer Massentierhaltung da wieder rumsauen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass es dann eben erst zum Problem wird. Ne? Spannend. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, und jetzt bleiben wir doch gleich mal bei Wildschweinen im weiteren Sinne. Das ist eigentlich witzig, dass die Wildschweine so eine große Rolle spielen. Oh, die kommen heute auch nicht gut weg, die armen Viecher. Nee, wird Zeit, dass wir mal wieder zum Karlstern fahren in Mannheim, ein bisschen besuchen, ein bisschen angucken, die Kleinen. Da finde ich es immer ganz süß. Ja, ich weiß gar nicht, ob du da momentan überhaupt so nah ran darfst. Das ist eine gute Frage, stimmt. Das wäre mal noch einen kleinen Abstecher und ein kleines Reel wert. Ja, könnte ich eigentlich mal machen in meinem Urlaub. Ja, die guten Wildschweine gingen letztens auch wieder durch die Medien und zwar in Verbindung mit einer Chemikalie oder mit einer Chemikaliengruppe, den sogenannten PFAS. Das sind per- und polyfluorierte Alkylverbindungen. Und die haben sich in den Lebern von Wildschweinen angereichert. Jetzt könnt ihr euch fragen, woher kommen jetzt auf einmal diese menschengemachten Chemikalien in die Lebern von Wildschweinen? Ich meine, man kennt noch die Auswirkungen von der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl. Damals waren es dann durch verunreinigte Pilze und so, die das alles aufgenommen haben. Diese Sachen, die da einmal um den Globus geflogen sind, ne, die radioaktiven Stoffe. Und da war auch schon immer die Diskussion, dass Wildbestände damit ein bisschen kontaminiert sind, ne, weil die natürlich die Pflänzchen fressen, die immer noch diese radioaktiven Stoffe in sich tragen, durch den Boden. Und jetzt kommen noch dazu diese PFAS. Thomas, kannst du uns mal ein bisschen erhellen, was es mit diesen PFAS auf sich hat? Denn die sind populärer in Anführungszeichen, als man denkt. Genau, die PFAS-Chemikalien stecken in brutal vielen Alltagsprodukten. Liegt einfach daran, dass sie wasser- und fettabweisend sind und somit halt ideal sind für Lebensmittelverpackungen oder andere Verpackungen wie jetzt für Shampoos oder ähnliches, aber auch in Klamotten, Regenjacken und so weiter kommen die zum Einsatz, einfach durch diese Fett- bzw. wasserabweisende Eigenschaften, was es super nützlich macht. Und es gab Recherchen von NDR, WDR und der Süddeutschen Zeitung und
danach konnte man nachweisen, dass in über 1500 Orten diese PFAS-Verschmutzungen nachweisbar waren. Aber was das Ganze jetzt nochmal so kritisch macht, ist halt, dass diese PFAS-Verbindungen einfach extrem langlebig sind. Das Material, diese Chemikalien bauen sich unendlich langsam einfach ab. Und man spricht auch von der sogenannten Jahrhundert-Chemikalie. Genau, der Ewigkeitschemikalie. Ewigkeitschemikalie, ja, genau. Und das Ganze findet man im Trinkwasser, in Pflanzen, in Tieren, in Böden und wirklich überall, in allen möglichen Varianten kann man halt diese Chemikalie noch nachweisen, was das Ganze echt kritisch macht. Was mich nicht wundert, ne? Aber wie du hast ja schon gesagt, in wie vielen Produkten das verwendet wird, ne? Ich glaube, das wurde früher auch als brandhemmendes Mittel irgendwie noch eingesetzt, ja. Auf Kinderspielzeug, Kinderschaukelpferden, was weiß ich, im Lack drin, Pfannen auch ganz populär, ne? Ich glaube, diese Anti-Beschichtung, genau, dieses Teflon-Gedöns sind im Prinzip auch PFAS drin. Ja. Und ganz ekelhaft Backpapier. Mhm. Deswegen bin ich echt am Überlegen, ob es irgendwie eine Alternative gibt, so Bio-Backpapier oder sowas. Weil das muss man sich eigentlich nicht geben, dass man sich da bei jeder Pizza, die man sich reinschmeißt. Ja, das Ganze wird halt auch noch immer unterschätzt. Und was macht das Ganze so kritisch? PFAS steht halt unter dem Verdacht, krebserregend zu sein. Da gibt es noch keine belegenden Studien aktuell, weil es halt einfach unterschätzt wird. Und das Problem ist, dass diese Chemikalie sich in Nieren und Leber anhaftet und diese schädigen kann oder soll. Wie gesagt, das Ganze ist noch nicht 100% nachgewiesen. Das ist jetzt aktuell nur ein Verdacht, aber ihr wisst, so ein Verdacht hat meistens eine gute Begründung, wenn der so laut ausgesprochen wird. Und das Ganze ist halt auch ein ganz großes Problem fürs Immunsystem. Und durch diese Langlebigkeit der Chemikalie bzw. der Anreicherung in gerade Leber und Niere, die halt extrem wichtig sind für unseren Körper, ist das echt ein großes Problem. Ja, kann man sich natürlich jetzt drüber streiten. Wer in Deutschland isst alles Wildschweinleber? Ich kenne jetzt aktuell niemanden, der das regelmäßig auf dem Teller stehen hat, aber wer weiß. Ja. Also das Fleisch von Wildschwein, das wird hier auch ausdrücklich geschrieben, ist davon nicht betroffen. Das Ganze sammelt sich wirklich nur in den Organen quasi dann an. Wahrscheinlich sind auch andere Organe dann betroffen, aber klar, Leber, Niere, die großen Entgifter des Körpers, die sind halt dann Nummer 1 Sammelherd für eben solche Schadstoffe. Genau, und was man vermeiden kann, sollte man in dem Zusammenhang wahrscheinlich auch wirklich vermeiden. Von daher haltet die Augen offen nach diesen PFAS, informiert euch auch gerne mal, vielleicht finden wir ja Alternativen für diese Produkte zum Teil. Momentan ist einfach das Problem, dass, glaube ich, alle Alternativen viel zu teuer sind und deswegen die Firmen. Es gibt aber auch viele Outdoor-Klamottenhersteller, die bereits Produkte bewerben, die halt PFAS-frei sind und zertifiziert sind, auch eben diese Chemikalien nicht mehr enthalten. Das finde ich auch ein gutes Ding, dass sich da wirklich die mittelgroßen Hersteller, die ganz großen sind das nämlich noch nicht, das sind eher kleinere Firmen. Ich will jetzt hier mal lieber keine Beispiele aufrufen, das heißt wieder Werbung, aber da kann man sich selbst ja relativ gut im Internet informieren. Und die Alternativen sind ein Tacken teurer, ja, aber finde ich eigentlich eine gute Sache, weil wenn du überlegst, vielleicht kennst du es noch von früher, die alten Regenjacken, die du irgendwann aus dem Schrank genommen hast, die sich so komplett zersetzt hatten gefühlt, wo sich diese äußere Schicht einfach aufgelöst hatte. Also ich kann mich da noch gut dran erinnern, in den 90ern, so diese typischen Discounter-Regenjacken, die dann irgendwann in Fetzen hingen, obwohl sie nicht getragen wurden, großartig. Sind einfach so Sachen, wenn du überlegst, dass du dann auch nochmal Mikropartikel durch Abrieb beim Tragen draußen verlierst. Das sind Kleinigkeiten, aber in der Masse summiert sich das halt wieder auf. Ne? Das ist richtig, ja. Und zu guter Letzt, auch nochmal in diesem Zusammenhang für alle Kritiker der Energiewende, nachdem wir letztes Mal schon wieder so spezielle Themen drin hatten, hat sich jetzt tatsächlich auch ein bisschen rausgestellt wohl, dass die Rotorblätter von Windkraftanlagen aus irgendeinem Grund auch mit diesen PFAS unter anderem beschichtet sind und durch die Bewegung und die Verziehungskräfte oder wie man das nennt, reibt sich da immer wieder auch was ab und das ist wohl in irgendeiner Studie festgestellt worden und da ging es noch um kleinere
Rotorblätter, also weil die Windkraftanlagen ja auch immer größer geworden sind, dass das wirklich einige Dutzend Kilogramm sind, die sich da abreiben an so Rotorblättern und dann eben irgendwo da in der Botanik landen, weil das ja, die stehen ja auch oft relativ naturnah, sage ich jetzt mal. Ja. Und da haben wir dann wieder so einen Faktor, der dazu beiträgt, dass sich das einfach in der Natur verbreitet. Ne? Und auch hier sind die Hersteller sehr zögerlich, weil scheinbar die Alternativen einfach ein bisschen, ja, entweder gibt es keine oder sie sind scheinbar zu teuer, wie auch immer. Ne? Ja, das ist, da willst du grüne Energie produzieren und bist wieder kontraproduktiv unterwegs. Auch so ein Punkt, der, den muss man mal bedenken. Ja, das ist auch ist schade eigentlich, dass dann dieser Weg so gegangen wird und halt der Gewinn da wieder wichtiger ist, klar. Ich meine, wir reden hier wirklich auch von Mikropartikeln. Ne? Das ist aber dasselbe Thema wie beim Plastik, Mikroplastik, der sich überall verteilt. Die Folgeschäden oder die Auswirkungen sind halt momentan überhaupt nicht abzuschätzen. Also wir sind da, glaube ich, wirklich auch noch so an der Spitze des Eisbergs unterwegs, wenn man sich so in der Vergangenheit umschaut, wie man da mit so manchem später echt kritischen Schadstoff umgegangen ist. Mein letztens war ja auch wieder das große Thema Endlager, Endlagerstätte für unsere Überreste aus dem aus Atomkraft. Das ist nochmal klar ein krasseres Thema, wie jetzt der Abrieb von irgendwelchen Windkraft-Rotorblättern, aber das kann halt irgendwann auch ein ganz großes Thema werden, ne? Aber Kai, wenn wir schon beim Thema Schadstoffe und Tiere sind, ich habe da einen Artikel gefunden, den hatte ich ja auch schon gezeigt. Und da ging es um kokainverseuchte Haie. Wow. Ja, es geht um die Schafnasenhaie in den Gewässern von Rio de Janeiro, in denen Kokain nachgewiesen wurde. Und zwar in größeren Mengen vor allem. Ich kenn nur Bären bisher, in denen größere Mengen von Kokain nachgewiesen wurden. Hashtag Cocaine-Bär. Ach Gott. War gar nicht schlecht. Naja. Aber hier habe ich einen Artikel vom ARD. In Brasilien haben Forschende erstmals Spuren von Kokain in den Körpern einer Haiart nachgewiesen, die im Meer vor Rio de Janeiro lebt. Unklar ist noch, wie genau sich die Droge auf die Tiere auswirkt. Ja, erstmal eine Schlagzeile, die einen den Kopf schütteln lässt. Was aber klar ist, dass das Ganze wohl über die Abwässer ins Meer gerät. Rio de Janeiro leider ein Land bzw. eine Stadt mit wohl dem größten Drogenumschlagsplatz, Produktionsstätten, Auseinandersetzungen. Also alles, was da in die Richtung geht, ist, glaube ich, Rio de Janeiro leider echt Vorreiter. Und diese ganzen Kokainabfälle, die da entstehen bei der Produktion, Überproduktion und so weiter, werden halt über den Wasserweg entsorgt. Also entweder in der Toilette runtergespült oder auch durch menschliche Ausscheidung. Hatten wir hier auch. Frankfurt ist quasi um die Ecke und selbst im Frankfurter Abwasser konnte Kokain nachgewiesen werden. und so landet das Ganze im Meer und wird dort aufgenommen. Ja, auch das würde eigentlich wieder Stoff für einen Trash-Film. Ja. Gab es nicht diesen Tornado-High-Film? Wie hieß der nochmal? Es gibt echt viele furchtbare Filme und ich muss sagen. Wie hieß der nochmal eigentlich? Ich weiß nicht. Shark Twister? Nee. Da gibt's, wie hieß denn der? So viel Schwachsinn und ich lieb Haie einfach. Das sind so genial spannende Tiere einfach. Auf jeden Fall, ja. Ja, hier siehst du mal wieder, wie die Abfälle und Ausscheidung von Menschen. Ja, gut, man weiß nicht, ob die Tiere wirklich gefährdet werden. Das Kokain konnte dann quasi auch in den Tieren, also in der Biomasse, im Gewebe nachgewiesen werden und scheint momentan noch nicht wirklich irgendwelche Auswirkungen auf die Tiere zu haben, zumindest nicht in der Form wie beim Menschen als direktes Konsumgut, weil so passiert es nicht, dafür ist die Dosis hier viel zu klein. Also auf Haie auf Kokain, das wären so Sachen, die bräuchte ich jetzt als Taucher nicht unbedingt. Wäre witzig, genau, deswegen sage ich, ne? Guter Film, wird da draus. Ja, aber in der Realität, nein, danke. Aber ja, darüber muss ich auch mal erstmal bewusst werden. Ja, also es steht zu hoffen, dass die, ich meine, das muss ja irgendwie auch wieder abgebaut werden. Ich nehme auch an, dass der Hai irgendwie ein System dafür hat. Die haben so viele 100 Millionen Jahre überlebt. Ich glaube, sie
überleben auch unsere Kokaindosen, die da irgendwie ins Wasser geschwemmt werden, hoffentlich. Hoffen wir einfach mal das Beste und dass wir auch weiterhin wunderschöne Hai-Tauchgänge, bin ja noch immer Hoffnung, dass es im November klappt, in einem Thai-Hauchgang. Hai-Tauchgang. Der Thai-Hauchgang. Thai-Tauchgang. Das wäre auch ganz gut. Ja. Es ist einfach mal ein paar Thais in freier Wildbahn beobachten. Ja. Es ist einfach zu warm. Ja. Aber da gibt es dann vielleicht auch ein Video dann dazu. Und ich würde sagen, Kai, wir hatten jetzt Wildschweine, wir hatten die Schweinepest, alles Mögliche, wie Overnighter und jetzt Haie auf Koks und mir ist echt warm. Das ist echt krass, ja. Übrigens, eine kleine Sache noch, das fand ich witzig, die Nachricht kam genau raus, als ich gesehen hatte, dass eine Lateinschülerin von mir jetzt auch gerade in Rio ist, habe ich noch gemeint, so, ja, kann das ein Zufall sein? Kann das ein Zufall sein? Man weiß es mittlerweile nicht mehr, genau. Hoffen wir einfach mal, dass deine Schüler kein Geld für Kokain haben. Ja, Thomas hat es schon gesagt, es ist warm, selbst hier im gut geschützten Studio. Das heißt, wir würden uns jetzt langsam mal rausschleichen. Ich hoffe, ihr seid wieder ein bisschen schlauer geworden und eure Fragen wurden beantwortet. Stellt uns gerne wieder neue Fragen für die nächste Episode. Kommentiert gerne, sagt es weiter an eure Freunde und wenn ihr es noch nicht getan habt, natürlich abonniert auch unseren Kanal, denn denkt dran, wir wollen auch nicht bis 67 arbeiten müssen, ne? Und noch nicht von Koks reingefressen werden. Genau, und vorher, ja, das kann natürlich auch noch passieren, ne? Von den Thai-Haien. Kai, dann sage ich schon mal vielen Dank. Ich bedanke mich ebenso. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ich bin Thomas von Outer Delinquents. Und ich bin der Kai und wir sind raus. Peace out. Macht's gut. Ciao, ciao. Kai, wach auf, Kai. Was? Kai, wir haben was vergessen. Thomas, hallo, Kai. Was zum Teufel machst du hier? Wir haben die Empfehlung des Monats vergessen. Jetzt wach mal auf. Thomas, wie kommst du hier überhaupt rein? Ich habe einen Schlüssel. Wir brauchen die Empfehlung des Monats noch, Kai. Du hast einen Schlüssel? Ja, Kai, die Empfehlung des Monats. Ich bin hier gerade. Ja, komm, steh auf. Scheiße, wir haben den Kram vergessen vorhin. Mann, ey. Ja, jetzt, warum hast du keine Hosen an? Aber ich habe einen Kaffee, komm, steh auf, wir brauchen die Empfehlung des Monats noch, Alter. Okay, Mann, ja, stimmt, die ist wichtig, ja. So, Kai, ja. Ist jetzt endlich wach. Können wir. Jetzt haben wir Kaffee getrunken, jetzt können wir anfangen, genau. Also, Empfehlung des Monats. Ja, hätten wir beinahe vergessen, aber zum Glück habe ich hier noch einen Notfallschlüssel und keinen leichten Schlaf. Notfallschlüssel, ja. Gipsabdruck gemacht wahrscheinlich. Empfehlung des Monats. Ich fange einfach mal an und empfehle heute keine Band, keine CD, sondern einen YouTube-Kanal. Und zwar den YouTube-Kanal der Firma Böker. Böker in Solingen. Messerhersteller, schon seit Ewigkeiten bekannt. Ich habe selbst einige Messer von den Jungs und Mädels und bin eigentlich echt zufrieden. Und es sind auch wahnsinnig viele Marken mittlerweile unter dem Hause Böker vertreten. Die haben ja alles, gell? Die haben alles, ja. Also da kriegt es auch für jeden Geldbeutel was und auch echt coole Designs. Aber auch und so Zeug. Ja, du kriegst auch ein bisschen exotischere Sachen. Das finde ich auch echt spannend. Und die Jungs und Mädels sind ja auch nie zu schade, mal ein bisschen was auszuprobieren und zu riskieren. Aber seit geraumer Zeit betreiben sie auch intensiver ihren YouTube-Kanal. Und dort gibt es auch nicht nur die üblichen Produktvorstellungen, sondern auch mal einen schönen Blick hinter die Kulissen, was ich ganz spannend finde in der Herstellung, in Herstellungsprozessen. Und das ist für mich, für jemanden, der einen technischen Hintergrund hat, natürlich auch nochmal extrem spannend. Und daher mein Shoutout an die Jungs und Mädels von Böker in Solingen und empfehle ihren YouTube-Kanal, findet ihr unten verlinkt. Okay, so eine alte Firma, die doch was auf YouTube macht, ist halt ja gar nicht so häufig, ne? So, was empfehle ich? Ich empfehle diesen Monat tatsächlich mal in Anknüpfung an unseren letzten Podcast, wo wir ein bisschen noch über Slowenien geschwätzt hatten, mal die Hauptstadt von Slowenien zu besuchen. Auf Deutsch Laibach, Slowenisch Ljubljana, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen. Kann man sich mal anschauen, Prag in klein, aber fein, leider nicht so kostengünstig als Prag, aber trotzdem einen Besuch wert.
ich denke, fast zu jeder Jahreszeit sogar. Also schaut mal vorbei, dann könnt ihr euch auch gleich auf dem Weg dorthin noch die wunderschöne Landschaft und Natur von Slowenien anschauen. Das klingt doch nach einem vernünftigen Tipp für die nächste Urlaubsplanung. Und ich würde sagen, Kai, gehen wir mal Brötchen holen, seit dem Frühstück. Ich dachte, du hast mitgebracht. Ah, nee, da habe ich nicht dran gedacht. Naja, na gut, also das war's dann nochmal zu später Stunde, ein kleiner Nachtrag. Und jetzt sind wir endgültig raus. Gute Nacht.